Praise the Lord. Preis dem Herrn. In Romans 8, 28, because of 8, for the sake of time, God said, those who are predestined, who have called, who have justified, he will glorify. We. He's talking about you and me now. Und hier spricht er über dich und mich. Und er sagt, Moment. Ja, Romans 8. Ja. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. In Psalm 84, 8, you don't have to read it. You trust me, I preach the word of God. Now it's recorded, then you go back later and read it. Kannst du später lesen. They pass through the valley of tears, the valley of droughtness. They pass through the valley of tears, yeah. The valley of Becca. And they go from glory to glory to glory. God will take you from power to power, from glory to glory. Amen? Okay, tell me which Psalms. Psalm 84, 8. Ah, Psalm 84, 8. Da heißt es, dass sie durchs Tal der Tränen durchgezogen sind. Und das war das Bekertal. Paul und sie said, gingen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. God want to take his children from glory to glory. Gott will seine Kinder von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. And he will take you from greatness to greatness to greatness. Und er wird dich von Größe zu Größe zu Größe. So we as Christians, as believers in Christ, we never settle in one stage. Und wir als Christen, wir bleiben nie fest an einem Ort. We are always in transition, every day. Wir sind immer in Umwandlung, jeden Tag. Till the day we meet him face to face. Bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. So we cannot settle for a little. Also wir können nicht einfach auf diesem bisschen, das wir haben, sitzen bleiben. Today is a glory. Heute ist Herrlichkeit. Tomorrow is a deeper glory. Und morgen tiefere Herrlichkeit. And more glory to come. Und dann noch mehr Herrlichkeit. We don't go from high down. Wir gehen nicht von hoch nach unten. Yes, this flesh is going down. Yes. Ja, ja, das Fleisch, das geht runter. But inside of us is going from glory to glory to glory. Aber in uns drin gehen wir höher und höher und höher. When you receive the great one in your heart, wenn wir den Großen in unserem Herzen empfangen, Jesus, you may know it or not, dann magst du es vielleicht realisieren oder nicht. You have God inside of you. Du hast Gott in dir drin. And when God is inside of you, there is greatness inside of you. Und wenn Gott in dir ist, dann now, ist da Größe in dir. I'm not talking about the flesh. Und ich rede nicht über das Fleisch. I'm talking about the Spirit of God that's in you. Ich spreche vom Geist Gottes, der in dir lebt. I'm talking about the greatness that's inside of you. Ich spreche von der Größe, die in dir ist. I'm talking about the image of Christ that is developing inside of you. Ich spreche vom Angesicht Christus, in das du verwandelt wirst, in dir drin. What no eye have seen, what no ear have heard, what God is preparing for those who love him. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Don't ever, never imagine that that's it and there is nothing beyond. No, there is always something beyond. Denke nie, das ist jetzt alles, was ich erreichen konnte. Nein, nein, da gibt es auch viel, viel mehr. Even the day you die. Sogar am Tag, wo du stirbst. There is something greater beyond, hallelujah. Da kommt noch etwas Größeres. So it's always from glory to glory to glory, hallelujah. Also geht es immer von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Praise the Lord. Preis dem Herrn. Hallelujah. And hallelujah. In Deuteronomy 33:11, don't open it. He said, like the eagle, I took you on the eagle wings and I put you in my nest like an eagle hovering over the eggs. Und im 5. Mose, die Nummer habe ich nicht verstanden. In Deuteronomy 32:11-13. 32, 11 bis 13, ihr könnt das einfach mal aufschreiben. Genau, so wie der Adler sich ausbreitet. I cover you with my wings. Und brütet über den Jungen. And I put so bedecke ich dich mit meinen Flügeln, sagt der Herr. And I put you on my wings. Und ich nehme dich mit auf meine Flügel. And I brought you to me on my wings. Und ich
brachte dich auf meine Flügel. And he speak about the eagle wings. Und er spricht von den Adlersflügeln. They soar like an eagle, those who wait upon the Lord. They soar like an eagle and they lift up wings like eagles. Und es heißt ja, dass die, die auf den Herrn vertrauen, auffahren wie mit Adlersflügeln. So I made a little study about the eagle. Also habe ich etwas über den Adler studiert. About the nest. Über das Nest. About the egg. Über das Ei. Now Easter is coming and everybody will color eggs. Also Ostern kommt ja bald. I've asked her, I saw some eggs there. Ich habe da ein paar Eier gesehen. You know, Dominique brought some eggs. Dominique hat ein paar Eier gebracht. By the way, they have the best eggs in the world. Die haben die besten Eier der Welt. Commercial. $50. Werbung hier. 50 Franken bitte. Dominique. So I said, Monica, go and boil me one egg, please. I don't want to break it here. I don't want to break it. Er hat mich gebeten, ein paar Eier zu kochen. When you study the egg of an eagle. Also wenn du die Eier vom Adler studierst. It is only 2 centimeters. Dann ist es nur 2 Zentimeter. Maybe less than a half. Vielleicht weniger als die Hälfte. This is a big egg. Oh. Das ist ein großes Ei. The chicken egg. Ein Hühnerei. But the eagle, it's amazingly, is the egg is 2 centimeters. Aber das Ei vom Adler ist nur 2 Zentimeter. That big. Nur so groß. For a huge eagle that goes more than 2 meters plus. Für den großen Adler, der über 2 Meter Flügelspannweite hat. But this is a too small egg for a big eagle. Aber das ist doch ein viel zu kleines Ei für so einen großen Vogel. The eagle doesn't start the first day 2-3 meters big. Also der Adler beginnt auch nicht am ersten Tag mit 2-3 Metern. It starts actually in 2 centimeters. Nur 2 Zentimeter, da fängt er an. The Lord said, don't despise the small beginning. Und Gott sagt, verachte nicht die kleinen Anfänge. Do not despise the day of small beginnings. Verachte nicht die Tage der kleinen Anfänge. It goes from glory to glory to glory to glory. Weil es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. What you start as has nothing to do with what you will turn to be one day. Mit dem, was du anfängst, hat nichts mit dem zu tun, womit du aufhörst. Maybe you think you are small, you have a small thing, you have a small talent. Vielleicht denkst du, ja, ich bin ja nur ein kleines Würmchen, nur ein kleines Talent habe ich. Don't let people measure you at the day of your start, at your beginning. Lass Leute dich nicht messen am Tag des Anfangs. Because out of small things, weil aus kleinen Dingen, a big thing is going to come. Wird ein großes Tier. But. Aber. But, say but. Aber, sag mal aber. You need to hatch it. Du musst. You know, there is a little thing inside. Du musst durch das Ei durchbrechen. Yeah, he needs to break the egg to go out. Ja, das Küken muss aus dem Ei rauskommen. The mother eagle. Die Mutter Adlerin. Is outside. Sie ist draußen. Providing the warm atmosphere. Und sie sorgt für die warme Atmosphäre. The protection for the egg. Den Schutz für das Ei. But it never speaks the egg to break it. Und sie macht das Ei nicht von außen kaputt. The one inside. Der da drin ist. Should break it out. Der muss rausbrechen. Are you listening now? Hört ihr mir zu? Now I will start preaching. Jetzt starte ich zum Predigen. God always starts with small things. Gott beginnt immer mit kleinen Dingen. Small seed. Kleinen Samen. Small word you receive maybe now from me, from Pastor. Small, small, very small. Kleines Wort, das du empfängst von Pastor Thomas oder small, mir. Small Bethlehem. Ein kleines Bethlehem. Small young Joseph. Ein kleiner junger Joseph. Small baby Jesus. Ein kleines Baby Jesus. Small David, the little one. Ein kleiner David. The youngest Gideon. Der junge Gideon. The youngest, he wants very small things. Gott mag kleine Dinge. And make it big, hallelujah. Sie groß zu machen. And makes it great. Sie großartig zu machen. In God's kingdom, God doesn't start with the great. In Gottes Königreich beginnt nicht mit großen. He look for the smallest, the youngest, the guy who is
Er schaut aus nach den Kleinsten, den Jüngsten, den Schwächsten. Small egg. Kleines Ei. Big eagle. Großer Adler. Greatness will come out of it. Großartigkeit kommt But aus. You have Aber du musst to hatch it. Du musst es durchbrechen, das from Ei. Inside out. Von innen raus. It's amazing to me is in order for the little eagle inside the egg to break out of his outer encasement. Also es ist erstaunlich für mich, damit der kleine Adler rausbrechen kann aus dem Ei. There is a process. Da gibt es einen Prozess. Process involved. Ein Prozess ist involviert. And now excuse me Dr. Dominique and Daniela, you know the process more than me, but I've read in the internet a little bit about it. Also ihr wisst ja mehr als ich, Rüegers, aber über die Eier, aber ich habe ein bisschen Actually, I was thinking of them sitting here. I saw them sitting here and looking at me if I say something wrong about the progress. They made an X-ray, those scientists, to see how the egg, the little liquid develop in an eaglet develop something to break the egg. Also, sie haben da Röntgenbilder gemacht, zu verfolgen, wie der kleine Adler da drin sich entwickelt und wie sich das entwickelt, damit nachher rausbrechen kann. Not only the baby eaglet develop muscles and tissues and blood and feathers and eyes. Also nicht nur entwickelt der kleine Igel da drin Sehnen und Muskeln und Blutgefäße und Federn. There is something very interesting he develops also. Es gibt auch etwas sehr Interessantes, was entwickelt. It's called the egg tooth. Und das heißt the egg tooth? Dass der Eizahn. Yeah, they call it the egg tooth. Die nennen das den Eizahn. You know what I'm talking about? The chicken have an egg tooth. The eagle have an egg tooth. This, you know what I'm talking about? The picket in the mouth, they have, I have a picture of egg tooth. Like a chicken have an egg, not an egg tooth, have a tooth. What do you call it? Ah, eine Erhebung auf dem Schnabel drauf hat er. So this egg tooth needs to develop in the eaglets. It needs to develop harder and harder, so it becomes harder than this encasement. Also muss sich dieser Aufsatz auf dem Schnabel, genannt den Eizahn, entwickeln und härter werden als die Schale des Eis. The eaglet is growing inside. Also der Igel wächst da drin. But he feels the walls are really tight. Aber er spürt dann mit der Zeit, dass die Wände sehr eng werden. And he needs something not meaty, something like bone to pick and make a hole here so he can breathe. Und er braucht eben etwas, damit er ein Loch machen kann, damit er atmen kann. In his mouth he have this pick, start doing circles inside the egg. Und dann beginnt er zu picken in Rundungen. But the breakthrough will not happen. Aber der Durchbruch geschieht nicht. He cannot break out of the egg unless. Er kann nicht durchbrechen bis. The thing inside the egg gets harder than the thing outside. Bis das auf dem Schnabel härter geworden ist als die Außenhülle. You cannot break this in meat. You need some bone. Er braucht etwas Starkes, er kann das nicht mit den Muskeln durchbrechen. So, until the thing inside gets harder than the thing outside of you, you cannot have breakthrough. Also bis das in dir nicht härter ist, was da draußen ist, kannst du keinen Durchbruch erzielen. It's good to be a flower, but it's better to be a sword in God's hand. Es ist gut, eine Blume zu haben, aber es ist besser, ein Schwert Gottes in der Hand zu haben. Sometimes the Lord wants you hard from inside. Gott möchte dich manchmal hart haben von innen her. Soft heart. Mit einem weichen Herzen. Hard tooth. Aber mit einem harten Zahn. When you speak the word of God. Wenn wir das Wort sprechen. The last 4 days and 3 days are so critical for the breakthrough. Die letzten Tage sind so kritisch zum Durchbrechen.
These 4 days, the tooth become harder and harder and harder as they use it. Ah, die letzten 4 Tage im Leben eines Küken im Ei drin sind sehr kritisch, weil dieser Zahn muss härter und härter und härter werden. This egg tooth is primarily purpose is to help the little eaglet to break the shell and breathe from outside and get out. This is the job of this tooth. Also der Zweck Amazing. Dieses Eizahns Amazing. Ist es, um für den kleinen Adler durchzubrechen und die Luft von außen zu atmen. Now inside the egg, jetzt im Ei drin, there is a chamber with oxygen, with air inside. Da gibt es so eine is kleine right? Kammer in jedem Ei mit einer Luftblase. The fourth day before the breakthrough, this little eaglet, it break this little, you Skin. Know, yeah, thing, so he can breathe, he start breathing. Also, 4 Tage bevor das, die Küken rauskommen, picken sie diese Haut durch, damit sie zur Luft kommen, die membrane, in der Luftblase membrane. Ist. So he pick up the membrane and there is some air, he took his first breath. Und dort mit diesem wenigen Luft drin kann er schon mal die ersten Atemzüge machen. But he has 4 days to break this eggshell. Aber er braucht 4 Tage, um diese Schale durchzubrechen. If he doesn't break it in 4 days, wenn er das nicht schafft, it will die inside. Dann stirbt er da drin. This eggshell was made to protect the process. Diese Schale ist da, um diesen Prozess zu behüten, zu beschützen. This eggshell was created by God. Diese Hülle ist von Gott geschaffen worden. To protect the development inside. Um die Entwicklung da drin zu schützen. And this is a comfort place. Und das ist ein Protection place. Ja, das ist ein Ort der Behütung, der Beschützung, wo man sich wohlfühlt. But one day, aber eines Tages, if he doesn't go out of it, wenn er da nicht durchbricht, it will die inside. Wird er da drin sterben. And we will boil it and we will eat it. Und dann werden wir sie kochen und essen. We will cook it. We eat greatness. Und dann essen wir Großartigkeit. But you have something great inside of you. Aber du hast etwas Großartiges in dir drin. Every one of you actually and me. Alle von euch und ich auch. Somehow we are inside an egg right now. Wir sind immer noch im Ei drin. I'm talking to greatness inside the egg. Ich spreche zur Großartigkeit im Ei drin. Please don't die photocopy. Don't die imitating others. There is something about you very special. Stirb nicht, indem du andere kopierst. Da gibt es etwas Großartiges and the Lord wants in to dir, bring, wants das to, Gott rausbringen möchte. Wants to bring it out. Und er will es rausbringen. The whole Switzerland will hear about you. Die ganze Schweiz wird von dir hören. The whole world will see you flying one day. Und die ganze Welt wird dich fliegen sehen eines Hallelujah. Tages. Some of you now are flying in certain areas, but there are other areas you need to be flying. Einige von euch fliegen schon, aber es gibt noch höhere Höhen, wo du fliegen kannst. And everything you have to develop, it has to develop behind the closed walls. At the beginning, nobody will see. What's inside of you? Und alles, was sich entwickeln muss, entwickelt sich hinter geschlossenen Türen. Every greatness has an obstacle. Und was ist ein Obstacle? Obstacle. Wall. Jede Großartigkeit hat ihre Hindernisse. Closed wall. Geschlossene Wände. Sometimes this eaglet has frustration. He wants to go out. Und manchmal hat dieser Adler ist frustriert, weil er raus will. He wants to breathe. There's no more oxygen. Er möchte endlich richtig atmen können. Es gibt nicht mehr genug Luft. I have wings, but I'm not using here. Ich habe Flügel, aber ich kann sie nicht gebrauchen. I have eyes, but I cannot see nothing here. Ich habe Augen, aber ich kann nicht sehen. There must be something behind these walls. Da muss es irgendwas geben hinter diesen Wänden. There must be something else. Da muss es noch was anderes geben. I can hear things from outside. I can hear Daddy.
Ich kann etwas hören von außen. Ich kann Papa hören. I'm not saying. Aber ich sehe nichts. But I hear there is something beyond these things. I want to go and see what is there. Aber ich höre, da ist mehr da draußen und ich möchte es sehen. I don't want to die inside. Ich will da drin nicht sterben. But this shell is stopping me. Aber diese Schale hält mich auf. I have legs, I have body, but I cannot move, I cannot use them all. Ich habe ein Beine und einen Körper, aber ich kann sie nicht gebrauchen da drin. But why from outside somebody won't help me? Und wieso hilft mir niemand von da draußen? Why my pastor is not breaking this, helping me to break this eggshell? Wieso bricht der Pastor nicht meine Schale durch? Why my pastor don't promote me out? Wieso holt er mich nicht da raus? No, the mother eagle is there to protect you so you can break out. Nein, Mutter Adler ist da, um dich zu beschützen, damit du rausbrechen kannst. Because if the pastor will break the egg or the mother will break the egg, weil wenn der Pastor das Ei bricht oder die Mutter das Ei bricht, you will go out premature. Dann wirst du zu früh rauskommen. And greatness is only comes from inside out, not from outside in. Und Großartigkeit kommt nur von innen raus und nicht von außen it rein. Develops inside. Es entwickelt sich in dir drin. It makes you, I really want to go out. Es macht dich dazu, dass du wirklich rauskommen willst. If the pastor will break it, wenn der Pastor das bricht. Why you break me out of here? I was inside, I was happy. Und dann sagen sie nachher, warum hast du mich rausgebrochen? Ich war doch so wohl da drin. It's not easy on the greatness inside of you. Es ist nicht einfach gegenüber der Großartigkeit in it's dir not drin. Easy for the eaglet. Es ist nicht einfach für den Adler. It's a hard thing, it's frustration. Es ist hart und es ist frustrierend manchmal. Greatness getting frustrated, I want more. Aber Großartigkeit muss manchmal frustriert werden, dass sie durchbrechen kann. And it's not easy for the mother. It's not easy for the mother eagle. Und es ist nicht für die Mutter Adler. The mother eagle is watching this egg. Und die Mutter Adler schaut no auf signs das Ei. Of life inside. Oh, dass sie sieht kein Leben da drin. She never saw a break, an egg broke before. This eaglet is a new married eagle. Aha, und wenn die Adlermutter das erste Mal Eier hat, dann hat sie noch nie Leben in diesem Ei gesehen vorher. She is waiting by faith. Sie wartet im Glauben. She protected. Sie beschützt es im Glauben. She keep it warm. Sie hält es warm im Glauben. She provides the atmosphere for the eaglet to develop naturally. Sie beschützt die Atmosphäre, damit der kleine Adler sich entwickeln kann im Glauben. But it is wondering. Und sie wundert sich. The mother eagle is wondering. Und die Mutter Adler wundert sich. Is my loving working? Lohnt sich meine Liebe? Is my giving time and protection to this egg, is it working? Ist es wert, meine Zeit und meine Liebe, die ich investiere in dieses Ei? Is my teaching and prayers and protection and love to this egg, is it working? Is there life inside? Hello? Ist meine Lehre und meine Liebe und meine Anstrengungen wirklich fruchtbar? Ist da wirklich Leben drin? Hallo, ist da Leben drin? She waits by faith. Und sie wartet im Glauben. Is my fasting and praying and time and I'm talking ist to you. Ist mein Fasten und Gebet. So the hatching. Ich spreche mit euch. The hatching is from inside, but the protection and the love is from outside. Der Durchbruch kommt von innen, aber die Liebe und das Geschütztsein kommt von außen. But anyways, the mother eagle keeps sitting, keep protecting. Aber trotzdem brütet die Mutter Adler weiter und beschützt die Eier. But it's seeing no signs. Not for one day, not for 2 days, not for 1 week, not for 2 weeks, 4, 5, 6, I don't know how many weeks. Wait and wait and wait. Und sie wartet nicht einen Tag, nicht 2 Tage, nicht 3 Tage, nicht 4 Tage, nicht 1 Woche, nicht 2 Wochen. Ich weiß nicht genau, wie lange. But you know something? I'm not seeing any change yet. Aber sie sieht keine Veränderung. But I will sit on it.
Aber ich werde da drauf sitzen bleiben. I will sit on it. Ich werde da sitzen bleiben. I will protect it. Ich werde es beschützen. I will stay there. Ich will da bleiben. I will keep loving. Ich werde es weiter lieben. I will keep preaching. Ich werde weiter predigen. I will keep praying. Ich werde weiter beten. I trust the process. Ich vertraue dem Prozess. I trust my God. Ich vertraue meinem Gott. What we're talking about is mentoring. When we leaders mentor others to bring them to the image of Christ. Und was wir darüber sprechen ist, wenn wir Leute heranziehen, um verwandelt zu werden in das Angesicht Christi. When you start mentoring someone, start discipling someone, start leading someone to become like Jesus. Wenn du anfängst, jemanden zu begleiten, zu unterstützen, zu lehren. It takes time. Das braucht Zeit. You should have patience. Da muss man Geduld haben. You should wait. Da muss man warten können. You will not see in one day the breakthrough. Du wirst nicht in einem Tag einen Durchbruch sehen. Sometimes it took me years and years waiting. Und manchmal braucht es Jahre und Jahre und Jahre des Wartens. God promised Abraham a son. He waited and waited and waited till at the end he said, "That's it." Gott hat Abraham einen Sohn versprochen und hat gewartet und gewartet und gewartet und gewartet, bis er gesagt hat, jetzt. Don't give up on well doing. So hör nicht auf im Gutes tun. Don't give up and don't be weary and doing good to others and keep doing it. Und hör nicht auf, Gutes zu anderen Gutes zu tun. If you give up because you don't see the movement, wenn du aufhörst, weil du keine Bewegung siehst, keine Veränderung siehst, if you leave this egg alone, und wenn du dieses Ei alleine lässt, you will miss the blessing. Dann wirst du den Segen verpassen. You will miss it all. You will kill the greatness and you will miss your blessing. Und du wirst die Großartigkeit töten in diesem Ei und du wirst den Segen verpassen. If you close your business, wenn du dein Geschäft schließt, because you don't see the profit right away, weil du nicht den Profit siehst gerade zu, also sofort, you will miss the blessing. Dann wirst du den Segen verpassen. Sometimes you need to sit on something. Manchmal musst du auf etwas sitzen bleiben. Don't start something and be quick to leave. Beginne nicht etwas und sei schnell wegzugehen. Don't start something if you're not willing to sit on it. Fang nicht etwas an, wenn du nicht willig bist, darauf sitzen zu bleiben. No need to get married if you don't want to sit on it. Und such dir keine Frau oder keinen Mann, wenn du nicht willig bist, die Ehe dann auch durchzuhalten. No need to get married if you don't want to be a good wife. Und es hat auch keinen Sinn, sich zu verheiraten, wenn du keine gute Frau sein willst. No need to get married if you don't want to be a good husband and you sit on that marriage. Und auch, wenn du kein guter Ehemann sein möchtest. No need to become a mother if you don't want to sit on them and wait for their greatness. Und auch keinen Sinn darin, Kinder zu bekommen, wenn du nicht willig bist, mit ihnen dich hinzusetzen und zu warten, bis ihre Großartigkeit hervorkommt. No need to go to college if you don't want to study and sit on it. Und auch keinen Sinn ins Gymnasium zu gehen, wenn du nicht studieren willst. No need to start a ministry. It's none use if you don't want to sit on it. Keinen Sinn, einen Dienst im Herrn anzufangen, wenn du nicht dabei bleiben möchtest. No need to start a ministry if you don't like people. Und keinen Sinn darin, einen Dienst anzufangen, wenn du Leute nicht gern hast. You know, sometimes you need to sit on it. Manchmal muss man sitzen bleiben. Sit on the egg. Sitzen wait. Auf dem Ei wait. Und warten. Wait. Und warten. Wait. Und warten. Und warten. Let's say it in German. Sit on it. Bleib sitzen. Sag mal, bleib sitzen. Bleib sitzen. Sister? Ja. Sister or brother? Schwester. Bleib sitzen. Is that right? Ja. Sitzen. You need to teach me some German. Sitzen. Sitzen. Uh-huh. Like citizen. No. Not like citizen. Like sitting. Sitzen. 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 Amen. Bravo. So sit on it. Also, bleib sitzen. Hallelujah. Before you're taking a decision, wait and ask God first.
Bevor du eine Entscheidung triffst, warte und frag Gott zuerst. Sit down, figure it out, count the cost. Überschlag die Kosten, denk darüber nach. Calculate, you know, how much time sitting it might takes. Kalkuliere, berechne, wie lange musst du sitzen bleiben darauf, bis es etwas hervorbringt. And mentoring people and discipling people sometimes. Und Leute nachziehen. Need to sit down on something. Und das braucht Zeit. Man and muss sitzen bleiben können. Until bis the day will come. Bis der Tag kommt. You will see the ectus is starting going out from here. Something bis coming du out. Du siehst, wie dieser Eisen durchbricht. You see a little thing coming. Und du siehst den ersten, die very little thing. Die erste Schale, die bricht. I would like to watch it how you do it with these eggs. I mean, it's really, really amazing. So, greatness has to be hatched from inside. Also, Großartigkeit muss von innen rausbrechen. Do you think why I have people stuck with me now for 20 years? They're with me, they don't leave me. Was denkst du, weshalb sind Leute seit 20 Jahren mit mir und bleiben bei mir? You spoke about Hedy this morning. Ja. Yeah. Zum Beispiel Hedy. Hedy can go anywhere else, get $7,000 as salary. Ja, Hedy könnte irgendwo hingehen und könnte sehr viel Geld verdienen mit all seinem Wissen, was er kann, an Mischpult, an easily. Filmen. Filming, ja, yeah. And television. He can go work. Er könnte im Fernsehen arbeiten gehen. But why he stuck with me? He didn't take more than $1,000 a month. Aber er bekommt nicht mehr als 1,000 bei mir pro Monat. Why he is stuck to me? Und warum bleibt er bei mir? Why Gabby is stuck to me? Warum Gabi, der über den Flüchtlingen ist? Why all the team is stuck to me? Warum bleibt das ganze Team bei mir? We fight. Wir sometimes we wir get angry. Streiten manchmal werden wir wütend aufeinander. But they don't leave me. Aber sie gehen nicht. They are loyal to me. Sie sind loyal. And I'm loyal to them. Und ich bin loyal zu you ihnen. You know why they don't leave me? Wisst ihr, warum sie nicht gehen? Because I sat on them long years. Weil ich lange auf ihnen sitzen geblieben bin. Sitting on something. Lange auf etwas sitzen bleiben. Produce loyalty. Produziert Loyalität. Many times I was envied this pastor. He have a team. They go with him wherever he goes. They're willing to sacrifice their life for their pastor. And I don't have anyone around me. Everybody is leaving me when I started. Ministry. Und am Anfang war ich manchmal neidisch, weil ich gesehen habe, oh, dieser Pastor hat so ein großartiges Team und sie gehen überall mit ihm, machen alles mit ihm mit und so, und ich hatte niemand. The Lord told me they're not loyal to you because you didn't sit on them, you didn't hatch them. Und Gott hat mich gelehrt, sie sind nicht loyal zu dir, weil du nicht mit ihnen gewesen bist, nicht auf ihnen gesessen bist. It took me long years to learn this lesson. Und es hat mich viele Jahre gebraucht, diese Lektion zu lernen. I sat on them till they developed their giftings. Und ich war bei ihnen geblieben, bis ihre Gaben sich entwickelt haben. Jesus chose those 12 and he sat on them. Jesus hat diese 12 erwählt und ist auf ihnen sitzen geblieben. 3.5 years sitting on them. 3.5 Jahre ist er sitzen geblieben. Not on thousands, on hundreds, on only 12. Nicht auf Hunderten, auf Tausenden, sondern nur auf 12. Greatness starts small. Großartigkeit beginnt klein. And it's hatched also from inside. It's working from inside out. Und es entwickelt sich von innen raus. Now the eaglet inside is trying to get some fresh air. Also der kleine Adler da drin versucht ein bisschen frische Luft zu bekommen. But these walls cannot help him to breathe. Aber diese Wände können ihm nicht helfen zu atmen. He start thinking. The ja, er beginnt zu picken, zu denken. He have distincts inside. He have distinct. Er hat Instinkt in sich, ja. Yeah. Every door that is closed. Jede Tür, die geschlossen ist. Every person who rejected me. Jede Person, die mich zurückgewiesen hat. These are the walls of my limitations. Das sind die Wände meiner
Einengung, meine Limitation, meinen Grenzen. Everybody who says, I am nobody. Jeder, der sagt, du bist nichts. Everybody who look at me as an egg. Alle, die mich anschauen wie ein Ei. Everybody who laughed at me and make fun of me. Alle, die mich ausgelacht und gespottet haben. Everybody that tell jokes against me. Alle, die Witze über mich gemacht haben. These walls. Diese Wände. Help me. Helfen mir. To develop. Mich zu entwickeln. A will inside. Den Willen in mir drin. And an actus. Und ein Eidsam zu entwickeln. And they help me to get stronger. Und die helfen mir, stark zu werden. They made me hard. Die machen mich hart. When I was soft. Wo ich weich war. They made me tough. Die machen mich. They made me strong. Machen mich stark. When I was weak. Wo ich schwach war. You made me progressive. When I was fearful inside the egg. Sie machen mich progressiv, wo ich ängstlich war. You make me hard and you help me to develop this egg tooth. Du machst mich stark und du hilfst mir, diesen Eizahn zu entwickeln. Everybody here have an egg tooth. Alle hier haben so einen Eierzahn. And this egg tooth will help you to break out. Und dieser Eierzahn wird dir helfen, durchzubrechen. I've got my egg tooth not because I was singing in the church. Ich bekomme meinen Eizahn nicht, weil ich singe in der Kirche. I have a big egg tooth. Trust me, a strong one. Ich habe einen starken Eizahn, glaub mir. Through the things that I suffered, not through the things that went well. Durch die Dinge, die ich erlitten habe und nicht durch die Dinge, die schön und angenehm waren. I get my egg tooth through the things that went wrong, not to the things that went right. Und ich bekomme meinen Eizahn durch die Sachen, die schief gelaufen sind und nicht durch die Sachen, in denen ich Erfolg hatte. I develop my egg tooth because I don't want to die inside this egg. Und ich entwickle meinen Eizahn, weil ich da drin in meiner Schale nicht sterben will. Now I have an egg tooth after 4 days. Jetzt nach 4 Tagen habe ich diesen Eizahn. And this egg tooth day after day getting stronger. Und dieser Eizahn wird stärker jeden Tag. I didn't get out yet. Ich bin jetzt noch nicht durchgebrochen. There is something great inside of me waiting to go out. Da ist noch was Großartiges in mir drin, das wartet rauszukommen. But you know something, I'm leaving you. I'm breaking you. Aber weißt du was? Ich breche dich. Ich breche dadurch. This encasement was one day for my protection. Dieser Schutzschild war für meinen Schutz da. But now my protection has become my problem. Aber jetzt ist dieser Schutz zu meinem Problem geworden. What God has set as start for my protection at stage 1, now it became a problem at stage 2. Now I can breathe. Am Anfang, was Gott gesetzt hatte für meinen Schutz, kommt jetzt im Stadium 2, wird mir zum Problem, weil ich nicht mehr atmen kann. You know what? God has sent Jacob and his children to Israel at stage 1 to eat and to protect them. Stage 1. Im Stadium 1 hat Gott Jakob und seine Kinder nach Israel geschickt, damit sie zu essen hatten, damit sie nicht starben. Egypt was for their protection. Ägypten war für sie Schutz. Egypt was for them to grow and to the safe haven, but it was after 400 years it became a problem. Ägypten war für sie ein sicherer Hafen, war für sie Essen und Trinken und damit sie sich vermehren konnten. Aber nach 400 Jahren wurde es zum Problem. What was a blessing at stage one? Was am Anfang ein Segen war, now 400 years later, wurde 400 Jahre später. They grow, als sie enough. gewachsen sind. And now they need to break through into their own land, into their own thing, into their own what God put in them.
Und jetzt nach 400 Jahren müssen sie rausbrechen aus dem in ihr eigenes Land, in das, was Gott für sie vorbereitet hat. Every time you stay long in a problem, in a place you don't grow, you don't change to the image of Christ, this become a wall, a problem. Immer wenn du an einem Ort bist und nicht mehr wachsen kannst, dann wird das zu einem Problem. Life, dann musst du durchbrechen. Life, I discovered that life is a series of breakthroughs, breakthrough, breakthrough, from glory to glory to glory. Ich habe entdeckt, dass das Leben ein Prozess ist von verschiedenen Stadien, wo man immer wieder durchbrechen muss und durchbrechen muss und durchbrechen muss von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Yes, the England now it's packing its way out of the egg. Now it start packing her stuff, I'm leaving. Also der kleine Adler packt jetzt seine Sachen zusammen und sagt tschüss, ich gehe. I'm leaving the old ways of thinking. Ich verlasse die alten Wegen des Denkens. I'm leaving the old ways of doing things. Ich verlasse die alten Wege, etwas zu tun. I'm leaving the old ways of talking. Ich verlasse den alten Weg des Sprechens. I even leave the old way of praying. Und ich verlasse auch den alten Weg des Betens. Now my prayer is stronger. Jetzt ist mein Gebet stärker. My egg tooth is really stronger now. I'm breaking out. Mein Eizahn ist stärker jetzt. Ich breche durch. That means the person who was an employee one day, now he's breaking out to entrepreneurship. He become a businessman, yeah. Not an employee anymore. Also zum Beispiel einer, der Arbeiter gewesen ist, bricht jetzt durch und wird selber Geschäftsmann. It will be scary at the beginning. Und es wird schwierig sein am Anfang. It will look scary because you don't know what is there. Out. Es macht Angst, weil du nicht weißt, was ist da draußen. But there is something inside of you. Aber break etwas out, in break dir out. Drin, Faith. Das will rausbrechen. To break away from a job to entrepreneurship is a kind of scary thing to do, really. Und das ist etwas Beängstigendes am Anfang, so etwas zu tun. But because you are frustrated in your Aber place. Weil du frustriert bist an deinem Ort. I'm breaking out in Jesus' name. Brichst du aus in Jesu For Namen. The single man to be married. Für einen. You want to get married? Ja, single, verheiratet zu werden. You're packing your way out. Brichst du deinen Weg durch? Maybe you're renting an apartment. Vielleicht mietest du eine Wohnung. And you want to buy your own house. Und du möchtest dein eigenes It's Haus something kaufen. Scary. Das ist etwas Beängstigendes. But you need to break through. Aber du musst durchbrechen. When you cannot hold it anymore inside. Wenn du es in dir drin nicht mehr aushältst. You will break through. Dann wirst du durchbrechen. In your business you want to take it higher level. Und in deinem Geschäft du möchtest es auf einen höheren Ebene bringen. It is scary. Und das ist beängstigend. But since it is inside of you, aber weil es in dir drin ist, you're not satisfied. Du bist du nicht zufrieden. You pack your way. Und you du pack packst things, und, get und, out du, of it. Und du brichst durch. So he start taking his egg tooth and start scratching in circles. Also nimmst du diesen Eizahn und beginnst in Kreisen das He starts scratching inside. Make a hole. Start kratzen, digging. To kratzen. He start digging. Dann zu klopfen. I want to breathe. I want to go out. What ich is this? Will atmen. Ich will raus. Ich will raus. He start digging and digging it. Dig, making a hole. Um sie beginnt das Loch zu machen. I pray the first time. Ich bete das erste Mal. Nothing worked. Und es passiert nichts. I continue. I dig Und ich more. Mache weiter. One more. One mehr, more. Mehr. Pastor, I prayed for healing. Nothing happened. Pastor, ich habe für Heilung gebetet. Nichts ist passiert. Pray more. Bete mehr. I tried. It didn't work. Ich habe es versucht, aber es hat Try nicht more. Funktioniert. Mach weiter. It's a process. Es ist ein Prozess. It takes time. Es braucht Zeit. For an eagle, it takes 4 days. Bei einem Adler braucht es 4 Tage. He doesn't know what's happening behind the wall. Und er weiß nicht, was da draußen passiert hinter diesen Wänden. He can never know how thick is this wall. Er kann nie wissen, wie dick ist diese Wand. He thinks maybe it's 10 meters thick.
Er denkt vielleicht darin, das ist 10 Meter dick. He never been out to see to measure it. Weil er war ja noch nie draußen, da I don't nicht gesehen, care wie how dick much es ist. Is your mountain is big. I don't care. Und es ist mir egal, wie groß dein Berg ist. Sometimes you think it's a 1000 meter mountain high. Vielleicht denkst du, es ist ein 1000 Meter Berg. But it will end up, you will see it, it's 1 millimeter. Aber vielleicht ist es nur 1 Millimeter. And you start digging. Und du beginnst zu durchzubrechen. 1 hour, 2 hours. Eine Stunde, zwei Stunden. He got pain. Jetzt tut es weh. I start crying. Du weinst. It's painful. Es schmerzt. But he didn't know that his tooth is getting stronger. Aber er weiß ja nicht, dass sein Zahn immer stärker wird. Then he tries again. Und dann geht er weiter. Then he tries again. Und er macht weiter. Then he tries again. Und er macht weiter. And he keep making circles. In circles like this. Ja, in Rundungen, in Kreisungen, ja, in Kreis. They saw him make little hole and praying, hitting. Beten, schlagen. Sometimes we believers we stop before the last hit. Und manchmal wir als Gläubige, manchmal stoppen wir vor dem letzten Schlag. Sometimes we die before the last hit. Manchmal sterben wir vor dem letzten Schlag. There is something great inside of you. Da ist etwas Großartiges in dir drin. This is Jesus. Und das ist Jesus. This is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. He can do things and he wants to do things far more than you think. Er kann und will viel Größeres tun, als du jemals denken kannst. Do not surrender. Gib nicht auf. Keep walking. Mach weiter, lauf weiter. Keep building. Baue weiter. Keep serving. Diene weiter. Dig it. Let's say. Grabe dieses Loch. Look to your neighbor and tell him, dig it. Sag deinem Nachbarn, dig in it. Grab es, dieses dig Loch. In it. Grab dig in es. It. Dig in it from inside. Mach es aus dir raus. This is a process. This das is a mentoring. This is a das development ist ein Prozess, coming. This is a growing. The breakthrough is ein coming. Wachstum. Der Durchbruch kommt. I'm talking about making a dig inside of it. Ich spreche davon, das von innen drin rauszubrechen. About breaking these walls. Diese Wände runterzubrechen. A relationship cannot be changed in one night. Eine Beziehung kann nicht in einer Nacht verändert werden. Your children cannot obey you and change in one day. Deine Kinder werden dir nicht in einem Tag gehorchen. Keep digging in it. Du musst es keep digging it. Weitermachen und keep weiter. Sitting on it. Weiter. Keep da drauf sitzen bleiben. Dig from inside. Weiter durchbrechen von sit innen drin. From outside. Und von außen drauf sitzen bleiben. Because greatness it has to be hatched. Weil Großartigkeit muss durchgebrochen werden. My time is over. I can take another session, but I will stop here. Meine Zeit ist vorbei. Ich könnte noch eine Lektion weitermachen, aber es ist genug. Keep obeying the Lord. Mach weiter dem Herrn zu gehorchen. Keep doing what you feel you should do. Mach weiter, was du in dir spürst, was du tun sollst. I know maybe you reach a certain time of disappointment and frustration. Ja, vielleicht erreichst du einen Punkt der Frustration, wo du enttäuscht bist. Because things are not changing. Weil es keine Veränderung gibt. But I promise you. Aber ich verspreche dir. One day. Eines Tages. This shell will break. Wird dieses Ei brechen. And greatness will go out. Und Großartigkeit kommt raus. And this little eagle now. Und diese kleine. Will go out. Kleine Adler wird rauskommen. And the family will rejoice. Und die Familie wird sich freuen. And God will rejoice. Und Gott wird sich freuen. And the pastor will rejoice. Und der Pastor wird sich freuen. And the leaders will rejoice. Und die Leiter werden sich freuen. The mother will rejoice. Und die Mutter wird sich freuen. And the father will rejoice. Und der Vater wird sich freuen. Because something has come out. Weil etwas ist durchgebrochen. It was worth und es the waiting. War es wert, it was darauf worth zu warten. Hallelujah. It was worth it. Es war wert, darauf zu sorry, warten. I broke the eggs, but I will pay you for it. No, hallelujah. Hallelujah. Greatness is coming.
Großartigkeit kommt. Greatness is coming to this place. Großartigkeit kommt an diesen I Ort. I don't care what you think. Es ist mir egal, was du denkst. Just pray. Bete einfach. You might think it's a 10-meter wall. It's a 10-meter wall. Du denkst vielleicht, es ist eine 10-meter Wand. You might not realize that it might be the last dig and your breakthrough will take place. Du realisierst vielleicht gar nicht, dass es noch einen Schlag braucht und dann ist der Durchbruch da. You know, when you have a wall inside of you, in front of you. Weißt du, wenn du eine Wand vor dir hast. And you want to break out. Und du willst durchbrechen. It doesn't happen from the first time. Das passiert nicht mit dem ersten Schlag. I hit it the first time, nothing happens. Ich schlage es und nichts passiert. Maybe a little scratch in the paint. Vielleicht ein bisschen ein Kratzen. Then an another der Wand. Time. Boom. Dann noch einmal. Boom. Boom. Und boom. Boom. Then the wall is not breaking. Und dann bricht die Wand nicht. But I'm getting stronger. Aber ich werde stärker. Look at my muscle now. Schau mal, I mein come, Muskel I come jetzt. The second day. Jetzt am zweiten Tag. I see a little crack. Und jetzt sehe ich einen kleinen Riss. There are signs, hallelujah. Ah, da gibt es Zeichen. Wow, continue. Third day, fourth day. Dritter Tag, vierter Tag. But the Tag. Day will come. Aber der Tag wird and kommen. The minute will come. Und die Minute wird kommen. And it is coming right now. Und es kommt jetzt. When you hit it, wenn du es and you will schlägst. See a hole. Und du wirst ein Loch sehen. You will see what there is outside there. Und du wirst sehen, was da draußen ist. You might be waited a lot. Vielleicht habt ihr schon lange gewartet. You might said, okay, that's it. Und du sagst vielleicht, ja, jetzt ist genug. My message to you. Und meine Botschaft zu dir ist. Hatchet. Greatness has to be hatched. Großartigkeit muss durchgebrochen werden. There is sweating. Und da ist Schweiß. There is work. Und das ist Arbeit. Salvation, you get it for free without work, just by believing. Errettung bekommst du für gratis. But greatness. Einfach durch Glauben. It takes sweating. Aber Großartigkeit, it takes tears. Da braucht es it Tränen takes und Schweiß und Frustration. Don't despise those little things. Aber verachte nicht die kleinen Anfänge. Because of the pain in Lebanon. Wegen des Schmerzes im Libanon. That makes me a man of God. Macht mich zu einem Mann Gottes. And make all those around me men of faith. Und macht die Leute um mich herum zu Männern und Frauen des Glaubens. Trust me, nothing can shake us there anymore. Nothing. Nichts kann uns noch verjagen dort. I was inside the egg, and I beated you, devil. Ich war im Ei drin, aber ich habe dich geschlagen, Teufel. How much more now I have wings and I have my egg and I have experience. Aber jetzt habe ich meine Flügel und meine Eischale, die ich sehe, die ich durchgebrochen habe, und ich kann fliegen. You know, I traveled all over the ocean in the boat till the other side, and all these storms didn't make me sink. Now, you want me to sink on 1 meter water? Ja, genau. Ich bin all diese no. All diese Kilometer gereist übers Wasser und bin nicht gesunken. Und jetzt denkst du, dass ich in einem Meter Wasser ertrinke? Greatness is coming. I can Großartigkeit see kommt. I can see wings of eagles coming. Ich kann Flügel sehen von Adlern, you die waited. Fliegen. You waited. Maybe you waited in some areas. Du hast gewartet in einigen Gebieten. But I can see the wings are coming out. Aber ich kann sehen, wie die Flügel rauskommen. Trust me now. I can see wings. I can see wings coming. I can Glaub see wings. Mir, ich kann sehen, wie die Flügel kommen. Let us stand up, please. Let us stand. Lass uns aufstehen. I know. Maybe I took. Maybe a few minutes more, but. Ich weiß, ich bin etwas länger gegangen. But the eagle wait and wait and wait. Aber ihr könnt warten und warten. This is a part of your training. Das ist Teil eures Trainings. It's developing you from inside. Hallelujah. Ich entwickle euch von innen raus. Let us lift up our hands. Lasst uns unsere Hände erheben. Yes, Lord, we wait on you, Lord. Ja, Herr, wir warten auf dich. We wait on you, Lord. Wir warten auf dich, Herr. We continue doing what we're doing. Und wir machen weiter mit dem, was wir tun und day after tun, day was getting, wir getan haben, Tag um Tag. And we're getting stronger. Und wir werden stärker. Day after day. Tag um Tag. The things that cannot kill us, it build us. Die Dinge, die uns nicht töten können, machen uns stark. Bless this church, Lord. Segne diese Gemeinde, Herr. And I bless you, every one of you, in Jesus' name. Ich segne jeden von euch in Jesu Namen. With
with wings. Mit Flügeln. That you might fly high. Dass ihr hochfliegt. Higher than you can imagine. Höher als ihr euch jemals vorstellen könnt. I don't know to whom I'm saying this, but you may look at yourself as a small egg. Ich weiß nicht, zu wem ich das sage, aber vielleicht siehst du dich selber als kleines Ei. The Lord sees you a great eagle. Aber der Gott sieht dich als großartiger Adler. Flying over all your mountains. Der über alle Berge fliegt. Sitting on the top of your mountain. Der oben auf deinen Bergen sitzt. And soaring. Und der da drüber schwebt. Halleluja. Thank you, Lord, for the wings of the great eagle. Danke, Herr, für die großartigen Adlersflügel. You are our great eagle, Jesus. Du bist unser großartiger Adler, Jesus. Thank you, because we are on your image. Danke, wir sind in deinem Bildnis geschaffen. We will fly with you. Wir werden mit dir fliegen. We will soar with you. Wir werden mit dir schweben. And we will overcome with you. In Jesus' mighty name. In Jesu Namen. Breakthrough in ministries. Dank Vater für Durchbrüche im Dienst. Breakthroughs in family life. Im Familienleben. Breakthrough in businesses. Durchbrüche im Geschäft. Breakthrough in the circle of effectiveness. Durchbrüche im Zyklus der Effektivität. The Lord is breaking those circles and make it wider and wider and wider. Gott bricht diese Kreise und macht sie weiter und weiter. You might be now limited in an eggshell. Vielleicht bist du jetzt limitiert in deinem Ei drin. Later you will be limited inside your nest. Und dann wirst du limitiert durch dein Nest. But the Lord is saying. Aber der Herr sagt. The limits are heaven. Die Limiten sind der Himmel. There is no limits for what I can do through you. Es gibt keine Limiten, was ich dir when tun kann. You obey me and when wenn you, du mir gehorchst. You wait on me. Und wenn du auf mich wartest. Wait on me. Wenn du auf mich wartest. Wait on me. Wenn du auf mich wartest. I know what I'm doing. Ich weiß, was ich tue. I want to do something great out of you. Ich will etwas Großartiges aus dir machen. Sit on it. Bleib drauf sitzen and wait. Und warte. In Jesus mighty name, in Jesu mächtigem Namen. Amen. 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 Hallelujah.